So Leute, ein kleines Review zu ein Parfüm, was ich sehr doll mag. Und dazu kommt auch noch ein bisschen Musik, die das Video unterstützt. Ja, ich habe das nicht vorbereitet. Ja, hatet nur rum, ihr Loops, Alter. Ich erzähle schon wieder nur Mist. Also, heute geht es um mein Polo-Parfüm, was ich mir gekauft habe. Ich pack das mal kurz aus. Nur für euch. Nur für euch, Freunde. Nur für euch. So schaut es aus. Und so viel habe ich schon verbraucht. Ah, hier sind meine Cam. Lol. Und mein Gesicht. Hi. Und, ich muss sagen, für den Preis, hey, das ist einfach nur gerechtfertigt. Ich liebe dieses Parfüm. Nehme nur noch dieses Parfüm, weil das so gut ist, ey. Ich liebe es einfach. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, euch das zu kaufen. Wirklich. Das ganz kurz zu dem. Und dann muss ich euch leider noch was erzählen. Leider, warum leider? Hallo! Nein, Spaß. Dann muss ich euch noch was zeigen. Das soll zwar keine Werbung sein, aber ich fühle mich verpflichtet, euch darauf hinzuweisen. Und zwar, Kaya Jin, bester Rapper der Welt, finde ich. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Rap-technisch ist er wirklich einer der besten. Und ihr hört gerade das Lied. Ein Funken Hoffnung. Ich zeige euch mal kurz. Hier. Natürlich. Lohnt sich dieses Album mal runterzuladen. Ist free. Auf Facebook. Ladet es euch. Und oh mein Gott, ist so gut. Treppenscheiden in jedem Fall. Hat sehr viel Inhalt. Und ladet es euch mal runter. Könnt nichts falsch machen. Abonniert Kaya Jin. Bei Facebook. Yo, haut rein.